Viele Menschen wollen in dieser sehr schwierigen Zeit an Ostern in die Kirche und es stellt sich die Frage, ob Gottesdienste zulässig sind und was in diesen Gottesdiensten stattfinden darf. Zunächst einmal sind viele Kirchen von vornherein auf Internet, Streaming und ähnliche Angebote ausgewichen. Es gibt aber auch Präsenzgottesdienste und dafür müssen dann die jeweils vor Ort aktuell geltenden Maßnahmen konkret eingehalten werden. Da kann man überhaupt keinen Überblick mehr verschaffen. Es ist lokal alles total unterschiedlich, teilweise an die Inzidenzen geknüpft und teilweise eben auch rechtlich fragwürdig. Darüber hatte ich schon berichtet. Und jetzt kann man ganz klar sagen, also wenn Präsenzgottesdienst, dann vermutlich mit sehr starken Einschränkungen. Und es hat gegen bestimmte Einschränkungen, insbesondere gegen das Gesangsverbot, diverse Klagen schon gegeben. Ich habe mir da nochmal einen kleinen Überblick verschafft. Soweit ich das jetzt hier sehe von den veröffentlichten Urteilen, sind alle negativ ausgegangen für die Antragsteller. Das Gesangsverbot wurde jedenfalls bei der summarischen Prüfung in diesem Eilverfahren, wo ja nicht ganz detailliert das Ganze durchgeprüft wird, bei summarischer Prüfung sind zwar bei den Gerichten gewisse Zweifel gewesen, aber man hat die Zweifel jetzt nicht so stark angesehen, dass Stand jetzt eben davon auszugehen ist, dass so ein Gesangsverbot als unzulässig zu erklären ist, beziehungsweise die Verordnung an der Stelle unwirksam ist. Man muss also davon ausgehen, dass man den Gottesdienst entweder vor dem Fernseher sehen muss oder im Internet sehen muss oder dass man, wenn man in die Kirche geht, doch ein sehr eingeschränktes Erlebnis dort haben wird. Abstandssituation, Maskensituation und kein Gesang. Alles andere dürfte derzeit wohl kaum möglich sein.